Die Grundschule in Wolfhagen soll auch nach der regulären Unterrichtszeit noch ein Ort sein, an dem die Jugendlichen ihre Freizeit verbringen können. Zum Fußballspielen steht ein Sandplatz zur Verfügung, der als letzte Investition ein Fußballtor bekommen hat, sowie eine eigene Skateboardbahn. Die Schule selbst wurde für viel Geld neu saniert, doch die Jugendlichen scheint das nicht zu interessieren. In den Abendstunden und in der Nacht werden die Wände beschmiert und die Scheiben mit leeren Bierflaschen eingeworfen. Gunter Freiling von der Schulleitung ist verärgert. Ja, wir befinden uns ja hier auf einem sehr schönen sanierten Schulgelände und wenn wir sehen, dass solche Zerstörungen passieren, ist das natürlich in erster Linie für uns, für die Schulleitung und für die gesamte Schulgemeinde natürlich eine große Enttäuschung, damit leben zu müssen. Anwohner haben Angst, die Polizei zu rufen, weil sie damit rechnen, von den Jugendlichen angegriffen zu werden. Einige berichten darüber, dass sie schon mehrfach bedroht wurden. Die Polizei Wolfhagen wird nun in den nächsten Tagen Kontrollfahrten durchführen und die Personalien der Jugendlichen festhalten. Die Polizei wird verstärkt in den nächsten Tagen die Brennpunkte überwachen. Die Brennpunkte sind aber nicht nur in Wolfhagen, sondern in den anderen Orten um Wolfhagen drumherum auch. Und die Polizeistation Wolfhagen ist nicht so stark besetzt, dass sie da ständig präsent sein kann. Mittlerweile hat die Polizei auch Erfolge zu verzeichnen. Zwei Mädchen konnten für einen Teil der Schmierereien verantwortlich gemacht werden, ein weiterer Jugendlicher für das Einwerfen der Scheiben. Er ist Polizei bekannt. Zumindest für die noch nicht strafmündigen Mädchen wird es Konsequenzen von Seiten der Schule haben. Es handelt sich um minderjährige Schüler, die also nicht straffähig sind, sodass den Schülern jetzt schulintern natürlich pädagogische Maßnahmen anstehen. Normalerweise läuft das so, dass die Schulleitung eine Klassenkonferenz einberuft und dass dann der Fall oder die Fälle entsprechend erörtert werden und dann dort über Maßnahmen entschieden werden, was die Schüler zu leisten haben bzw. welche pädagogischen Maßnahmen ausgesprochen werden.